Und zugeschaltet ist Alfred Hackensberger, Weltkorrespondent und Afghanistan-Reporter. Alfred, du bist ja 2 Wochen durch Afghanistan gereist, hast das Leid der Menschen erlebt. Und wie würdest du die Situation vor Ort beschreiben? Ja, eigentlich ziemlich, man kann nicht anders sagen, als schrecklich. Wenn man die Flüchtlinge sieht, die Binnenflüchtlinge oder auch die Kinder in den Krankenhäusern, die zu wenig zu essen haben, und es wird jeden Tag schlimmer. Es ist eine bedrohliche Situation für die Bevölkerung. Ja, und immer wieder fordern ja die Taliban Hilfe aus dem Ausland von uns. Inwiefern nutzen sie denn die Not der Menschen auch als eine Art Druckmittel? Ja, sie plädieren bei jeder Möglichkeit, die sie haben, dass sie Hilfe brauchen unbedingt und dass die Bevölkerung leidet. Und natürlich, sie haben einen großen Sieg gefeiert, aber der Sieg, der könnte bald in eine Niederlage sich umwandeln, denn die ökonomische Krise und die Situation der Bevölkerung ist eine Bedrohung für die Herrschaft der Taliban. Und sie brauchen unbedingt Geld und aus dem Ausland, um ihre Herrschaft letztendlich dadurch zu stützen. Und womit genau drohen Sie, wenn der Westen hier nicht hilft? Ja, da gab es gestern eine wirklich, muss ich sagen, eine verblüffende Reaktion vom Sprecher der Taliban, der eben mitgeteilt hat, also wenn es keine Hilfe gibt und keine Anerkennung des Islamischen Emirats, dann könnte das weltweite Probleme auslösen, nicht nur in der Region. Das ist eine indirekte Drohung mit Terror. Er hat auch darauf verwiesen, auf die Situation von 2001, als die USA in Afghanistan intervenierten. Und er sagte ja, damals waren wir schon nicht anerkannt und der Krieg hätte damals vermieden werden können. Wenn man miteinander gesprochen hätte und wenn Afghanistan anerkannt gewesen wäre. Also er zieht diese Parallelen und eine eindeutige Drohung. Ja, und du hast ja auch gesehen, was der überstürzte Abzug der internationalen Truppen angerichtet hat. Erzähl doch mal, was du da für Situationen erlebt hast. Ja, wir hatten das Glück, als eines der ersten Teams auf Camp Marmon, auf dem ehemaligen deutschen Stützpunkt in der Nähe von Mazar-e Sharif zu gehen. Und das war wirklich unglaublich, weil da war alles noch genau so, als würden die Deutschen am nächsten Tag wiederkommen. Die haben die Küche blitzblank geputzt und in super deutscher Gründlichkeit alles aufgeräumt. Und ist natürlich ein Wahnwitz, eine riesige, einige Quadratkilometer große Basis, die total verlassen ist und mehr oder weniger, wie ein archäologisches Überbleibsel der 20-jährigen Herrschaft oder Intervention der Deutschlands und der anderen NATO-Länder dort steht. Es ist ein aberwitziges Bild. Ja, und du hast ja auch mit Ortskräften gesprochen und mit Frauenrechtlerinnen, die um ihr Leben fürchten. Was ist denn aus denen geworden? Ja, da bekomme ich mehr oder weniger jeden Tag neue Hilferufe, weil die Taliban anscheinend die Schrauben anziehen. Die Repression wird immer höher, erhöht sich. Und wer kann, flieht aus dem Land. Ich habe erst gestern eine Nachricht bekommen von einer der Frauenrechtlerinnen, die bei uns in unserer Dokumentation vorkommt. Die musste Afghanistan verlassen und ist gestern in Pakistan angekommen und hofft auf einen Termin mit der deutschen Botschaft. Ich meine, alle Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder für die GIZ gearbeitet haben, versuchen verzweifelt mit den Organisationen in Kontakt zu kommen. Sie schreiben E-Mails, aber sie bekommen keinerlei Antwort. Sie werden einfach vollkommen hängen gelassen. Ja, und was denkst du, wie wird uns Afghanistan in Zukunft beschäftigen? Wird das Land wieder zum Rückzugsort für Terroristen? Das wird es hundertprozentig, das glaube ich auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Westen die Taliban anerkennt und diplomatische Beziehungen und alles wunderbar wird. Das ist einfach unmöglich. Und ich meine, es sollen ja jetzt schon radikale Islamisten aus verschiedenen Gegenden der Welt unterwegs sein nach Afghanistan. Und es gibt unterschiedliche Fraktionen bei den Taliban. Die einen sind radikaler, die anderen weniger. Aber man wird die Brüder des Islams, die Religion über die ganze Welt verbreiten wollen, sicherlich unterstützen. Davon bin ich überzeugt. Alfred, danke für die vielen Informationen und deine Eindrücke. Dankeschön.